Salve, ihr Spectatoris, willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem Werkzeugshop. Heute teste ich wieder Zigarillos. Gerade eben habe ich die Silver-Filter von den Moods abgedreht. Ich habe gerade erstmal meine Kaffeemaschine ausgestellt. Ich habe jetzt eine Kaffeemaschine hier in der Werkstatt stehen. Prost! Fehlt immer noch Zucker. Also, wer gesehen haben oder wer sehen will, was ich für eine Kaffeemaschine habe, der guckt mal in das Video von den Silverfilter. Da habe ich mal Kaffee gekocht mit meiner neuen Kaffeemaschine. Und heute geht es um die Moods Gold Filter. Also diese Gold Filter, ich habe hier wieder eine kostenlose versteuerte Genussprobe. Eigentlich sind in dieser Größe 5 Stück drin, hier sind aber nur 2 Stück drin. Alles eingeschweißt in Folie, sehr nachhaltig, aber natürlich gut, um das Aroma in den Zigarillos zu behalten. Ich rieche einen leichten Tabakgeruch und es kommt leicht Vanille entgegen. Eine 20er Packung davon kostet 7 Euro, das weiß ich auch noch. Eine 12er Packung gibt es auch noch und halt die 5er Packung, die kostet halt mittlerweile 2 Euro. Ja, riecht leicht nach Tabak. Und riecht leicht nach Vanille. Sind die länger? Sind die länger als die Silverfilter? Muss ich mal gucken. Ja, die Goldfilter sind länger als die Silverfilter. Ich würde mal sagen knapp einen Zentimeter. Sind aber beide 8 mm dick. So, Silverfilter da rein. Ja, wir wissen schon mal, die Goldfilter sind länger als die Silverfilter. Ja, das hier Mundstück ist nicht gesüßt. Sind auch Pfeifentabak und Sumatra-Tabak drin. Ich habe mir übrigens gestern mal wieder eine neue Burton Burton Gold gekauft. Das sind nicht auch Vanille-Zigarillos und da werde ich mal drauf eingehen. Also die Burton Gold sind die Zigarillos, die ich als allererstes vorgestellt habe. Habe die damals meine Lieblings-Zigarillos genannt. Das Video ist eines der meistgeklicktesten Videos auf meinem Kanal. Und ich kann die halt nur bei Famila in Hefe verkaufen. Und ich habe keine Lust, da hier 15 Kilometer nach Hefe zu gucken, um eine Schachtel Zigarillos für 2 Euro zu kaufen. Nun war ich gestern zufällig in Hefe. Und da habe ich mir mal wieder eine Packung Burton Gold gekauft. Und da, das finde ich mal, ist ein ganz interessanter Vergleich. Also die Moods Gold, die anderen Moods habe ich alle von Firma Dannemann geschenkt, zur Verfügung gestellt bekommen. Was mich mal interessiert, ob so eine, ich meine diese 5er, das ist eigentlich eine 5er Schachtel, wie gerade erwähnt. Die 5er Schachtel kostet genauso viel wie die Burton Gold, plus da sind 17 Stück drin, statt 5. Angenehmer Zugwiderstand. Ein bisschen härter als die Silverfilter. Mal gucken, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, hier bekommt ein leichter Vanillegeschmack in den Mund, aber nur ganz leicht. Nö, schmeckt gut. Sehr leichter Geschmack, leichter als die Silverfilter, muss ich sagen. Man schmeckt eine gewisse Süße heraus. Aber wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Vanille sein sollte, würde ich das nicht unbedingt als Vanille identifizieren, muss ich sagen. Naja, Vanille schmeckt da nicht raus. Also, muss ich mal wirklich sagen, bei den Burton Gold, die einiges günstiger sind, schmeckt man die Vanille auch ein bisschen stärker raus als hier. Woran das liegt, das weiß ich nicht. Nö. Hatte ich mir wirklich mehr von versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man hat ein leichtes Kitzeln auf der Zunge. Kaffee trinken.
zurück. Machen wir mal unseren legendären Abaschtest. Glut bleibt im Filter. Ja, da waren die Nachbarn gerade am Quatschen, da musste ich mal kurz selber aufhören. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Zigarillos. Moods Cold Filter. Ich finde, man kann die unglaublich gut rauchen. So als leichten Zigarillo würde ich die noch eher empfehlen als die Silver Filter. Die kommen mir deutlich stärker vor als die gute Gold Filter. Ist natürlich auch ein guter Einsteiger-Zigarillo, muss ich sagen. Naja, für jemanden, der von Zigarillos, Quatsch, von Zigaretten auf Zigarillos umsteigen will, ist das eine gute Alternative. Ist auch ein schöner Frauenzigarillo, finde ich. Also kann man auch als Frau unglaublich gut rauchen. Mir gefällt er wohl. Auch wenn ich gerne starke Zigarillos rauche, ab und zu brauche ich mal Vanille-Zigarillo. Finde ich ab und zu mal eine ganz interessante Alternative. Bloß hier kommt mir die Vanille zu wenig raus. Ich meine, das brennt nicht im Mund, es ist ein edler Tabak. Aber der Preis ist auch gerechtfertigt, bloß es kommt mir zu wenig Vanillegeschmack an. Ich weiß nicht, inwieweit das ist, wie weit sich der Geschmack verändert, indem man das auf Lunge raucht. Das mache ich bekanntlich nicht. Werde ich auch nicht einführen. Nö. Aber es ist ein angenehmer Zigarillo. Ich gebe ihm mal 8 von 10 Punkten. Ja, eigentlich 7,5. Also 7,5 ist schon gerechtfertigt. Also für 8 ist da zu wenig Vanillegeschmack. Also ich denke mal, die hier sollen Vanillegeschmack haben, so habe ich es im Internet gelesen. Und um wirklich sagen zu können, das ist ein Vanille-Zigarillo, ist da wirklich zu wenig Vanillegeschmack in meinen Augen, in meinem Mund drin. Ja. Aber man kann sie unglaublich gut rauchen. Das Tabakaroma ist genau richtig, wie ich finde. Brennt nicht im Mund. Kann man unglaublich in jeder Situation des Alltags gut rauchen. Ist eine angenehme Süße, die wirklich sehr entspannend ist. Ich kann das schlecht in Worte fassen. Ihr müsst das wirklich mal ausprobieren. Bei Firma Aralis weiß ich das zumindest, dass die Probepackung von Firma Mood, von hier Dannemann Moods haben. Ja, fragt doch mal, ob ihr mal so eine Packung zum Probieren kriegen könnt. Oder fragt bei Dannemann selbst an. Ich finde, man sollte diesen Zigarillos mal eine Chance geben. Ist eine ganz interessante Alternative zu konventionellen Zigaretten. Ich muss wirklich sagen, also die Burton, die schmecken mir mehr nach Vanille. Als für diese Moods, obwohl die Moods bedeutend teurer sind, mehr als dreimal, um genau zu sein. Ich weiß, ich bin ganz toller Werbeklaus. Wie gesagt, die Moods, alle Moods, die ich hier vorgestellt habe in den letzten 2-3 Wochen, die habe ich alle von Firma Dannemann, also dem Hersteller, gesponsert bekommen. Aber da könnt ihr mal sehen, wie authentisch ich bin. Also ich sage klar und deutlich meine Meinung, auch wenn ich hier Sachen, sei es Zigarillos, sei es Essen, gesponsert bekommen habe. Ich sage immer, Ehrlichkeit währt am längsten und darum bin ich offen und ehrlich zu geben. Und wenn ich meine Meinung habe, dann äußere ich die auch klar und deutlich. Nö, aber man kann diese wirklich gut rauchen. Ihr seht ja, wie lange das Video dauert. Also die haben locker eine Rauchdauer von 10 Minuten. Das finde ich schon ziemlich gut. Ist nicht zu kurz, nicht zu lange. Und wenn man 20 Minuten an so einem Ding rumnuckelt, dann ist es ja auch irgendwie für die meisten Situationen unpassend. Darum finde ich das von den Moods mit 10 Minuten unglaublich gut. Kann man halt immer rauchen, wenn man auf den Bus wartet, in der Mittagspause beim Autofahren. Beim Autofahren empfiehlt sich natürlich so ein leichter Zigarillo wie die Gold, die ich jetzt hier gerade geraucht habe. Und wie die Silver aus dem vorherigen Video, die ich gerade abgedreht habe. Ich sage immer, Autofahrer-Zigarillos oder Zigaretten müssen leicht sein und Entspannungs-Zigarillos stark sein. Ja. Bevor ich euch verabschiede, könnt ihr euch gerne nochmal hier das Unboxing aus
angucken, wie ich diese Zigarillos von Dannemann das Kleinpaket ausgepackt habe. Dass ich diese Packung hier, dieses Päckchen hier bekommen habe. Ich packe das jetzt einfach mal aus. Luftpolsterfolie sehe ich schon mal, das finde ich sehr sympathisch. Das packe ich jetzt nochmal aus für euch. Ja, ich habe halt nichts anderes als meine Werkbank. Grußkarte, herzliche Grüße, Karin Brinkhoff. Danke dir, Karin, mit dir habe ich auch geschrieben. Finde ich nett, dass du mir das, dass ihr oder du mir das zur Verfügung gestellt, die ganzen Zigaretten und die Kugelschreiber zur Verfügung gestellt hast. Wirklich sehr freundlich. Ich hatte dir ja schon mal hingelegt, so wie es gehört. Ich sortiere das nochmal eben schnell durch. Wen das nicht interessiert, der soll eben vorspulen. Ich sortiere übrigens gerne. Ich habe Spaß daran, Dinge zu sortieren. Spaß nicht, aber Spaß habe ich mit einer Frau. Also ich hasse es, wenn irgendwas unsortiert ist. Aber ich liebe Kugelschreiber. Das war eines der einfachlosesten Werbegeschenke überhaupt, aber gut. Hier sind Kugelschreiber. Ich liebe Kugelschreiber, habe ich früher gesammelt. Weil ihr es ja gerade im Bild nicht sehen konntet, wie ich das gerade festgestellt habe, hier nochmal, das ist die Ausbeute von Firma Dannemann. Wenn man mir Kugelschreiber zur Verfügung stellt, dann teste ich die auch. Ich liebe Kugelschreiber, wie schon erwähnt. Hier ist ein Mutz Kugelschreiber. Eckigem Design, Dreiecken hat er, cooles Teil. Leider nicht wieder befüllbar. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das Unboxing noch angeguckt habt. Habe das ganze Video davon jetzt auch auf meinem Kanal zu finden. Ich sage, ich muss das Video irgendwie hier in die Länge ziehen. Darum schneide ich da mal ein paar alte Videos mit rein. Ja. Am Ende des Videos könnt ihr noch einen Kanal-Trailer gucken, was ich hier sonst noch so auf meinem Kanal mache. Meistens sind es ja handwerkliche Projekte, komme ich in letzter Zeit wenig zu, weil ich ja ein bisschen im Schrotthandel aushelfe und ja. Ja, ich möchte mich nochmal bei Udo bedanken. Was jetzt, Udo oder Uwe? Ich meine, Uwe war es. Uwe hat mir meinen grünen Schraubstock abgekauft. Vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle. Danke, dass du mir den abgekauft hast. Hat mich wirklich gefreut. Ich hoffe, du hast mit dem Schraubstock viel Freude. Ja, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, diesen Schraubstock herzustellen. Euch das Video dazu zu präsentieren. Das ist übrigens über die ganze Nacht hochgeladen. Ja, danke an dich, Uwe. Ich hoffe, du hältst meinen Schraubstock in Ehren. War eine Menge Arbeit. Ja. Nun ist der Zigarillo aus. Wirklich klare Kaufempfehlung, kauft euch mal den Moods Gold Filter. Toller Einsteiger Zigarillo, auch was für fortgeschrittene, schrittene Raucher. Tolles Ding. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich kann euch auch empfehlen, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, schreibt mir was Nettes in die Kommentare, folgt mir gerne auf Instagram und Twitter und Patreon und Ebay und tralala. Alles in der Videobeschreibung und am Videoende zu finden. Ihr könnt euch jetzt gerne noch einen kleinen Kanal-Trailer angucken, unter anderem wie ich den Schraubstock gebaut habe, von dem ich gerade sprach. Und nun, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Roman. Ja, hier haben wir einen großen und einen kleinen Parallelschraubstock. Das ist der kleine, wie uns schwer zu erkennen. Der funktioniert soweit auch. Jetzt haben wir hier den großen. Und wie ihr seht, den kann ich hier so quasi rausziehen. Autsch.
Ja, ich kann ihn hier vorne an der, seht ihr gar nicht. Ich kann ihn hier vorne an der Spindel drehen, da passiert nichts mehr. Da ist wohl, ich denke mal, da fehlt irgendwo hier ein Innengewinde. Oder nichts wegschmeißen.